Sarah Connor, ouch! Sie zeigt Verletzung aus dem Skiurlaub. Dieses sportliche Missgeschick hat sie buchstäblich aus der Bahn geworfen. Im Skiurlaub während der Feiertage hat Sarah Connor, 42, Pistenpech gehabt und sich schmerzhaft verletzt. Mein Kreuzband ist gerissen. Mein Meniskus und Knieinnenband sind angerissen, ließ sie ihre Community auf Drängen von Tochter Summer Terenzi, 16, in deren Instagram-Story am Silvestertag 2022 wissen. Ein paar Tage später nimmt die Sängerin ihre Verletzung offensichtlich mit heiterer Gelassenheit und teilt selbst ein Foto mit ihrem arg mitgenommenen Bein samt, offenbar von Tochter Delphine, 11, kunstvoll verzierter und signierter Krücke. Im Kommentar dazu verrät die gehandicapte Musikerin, wie sie sich nun abseits des Hangs die Zeit vertreibt. Wir haben zwischen den Tagen sehr viel gespielt. Und Amimerim-Meisterschaft mit Champion Jax Levün, wir waren chancenlos, und Heads Up als App auf ein Handy. So lustig, sick. Allerdings deutet sie an, dass ihr die ungewollte Auszeit zu schaffen macht, ich lerne zurzeit die Langsamkeit des Seins. Kein leichtes Unterfangen für den quirligen Popstar. Deshalb sind nun ihre Fans gefragt, hat jemand einen guten Witz oder einen Serientipp, sick? Fragt Sarah. Ihre FollowerInnen lassen sich nicht lange bitten und versorgen die 42-Jährige mit jeder Menge Anregungen. Es scheint, treue AnhängerInnen sind manches Mal die beste Medizin. In einem neuen Instagram-Beitrag schildert Kathy Hummels, 34, ganz offen, wie sehr ihr die Trennung von Ehemann Mats Hummels, 34, zusetzte. Dabei thematisiert sie auch ihre große körperliche Veränderung, mein Gewicht ging immer weiter runter und ich hatte teilweise Panikattacken, weil ich ratlos war. Aber es blieb nichts mehr kleben. Mein Kopf war so stark. Hat alles weggedrückt, schreibt die Moderatorin und meint, ich war 14 Jahre mit dem gleichen Menschen immer beisammen. Nach unserer Trennung war da einfach dieses enorme Loch. Anführungszeichen. Ihr Körper habe irgendwann die Notbremse gezogen und Kathy gezeigt, trauere endlich und verarbeite diese Situation. Heute gehe es der Autorin wieder gut, sie wolle nun mit ihren Erfahrungen anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Was Hummels bis heute ärgert, viele haben nicht zugehört, sondern mir ständig gesagt, wie grässlich ich aussehe und richtet sich dann an ihre KritikerInnen, meint ihr wirklich, ich hätte es nicht gesehen, dass ich nicht mehr gesund aussah? Monika Ivan Khan, 45, hat erneut wertvolle Ratschläge zu Papier gebracht. Nach einem Ratgeber für Schwangere und Mütter widmet sie sich nun dem Thema Achtsamkeit. Jetzt bin ich dran heißt das neue Werk und in dem 3-Wochen-Programm gibt sie Tipps für mehr Energie, Wohlbefinden und Lebensfreude. Sie arbeitet offenbar erfolgreich daran, das eigene Lebensgefühl wohltuend in Balance zu halten, und daran ist ihr Ehemann Christian Meyer nicht ganz unbeteiligt. Ich sage immer, man muss ein Team sein, erklärt das Model im Interview mit Bunte. Und fährt fort, wenn du ein Team bist, gerade beim Thema Kindererziehung, ist es viel einfacher, sich entgegenzukommen. Mein Mann sieht ganz genau, wenn ich Zeit für mich brauche. Die erste TV-Bachelorette hat 2 Kinder mit dem Finanzunternehmer. Inzwischen sind sie als Eltern und Partner offensichtlich ein eingespieltes Team, er ist nicht nur allgemein ein toller, sondern auch ein sehr schlauer Mann und sagt, du, wenn du heute Abend mal mit deinen Freundinnen ausgehen willst, kein Problem, ich mache das alles mit den Kids. Eine Abmachung, die übrigens auf Gegenseitigkeit beruht. Wie Ivan Khan betont, es scheint, ihr Familienkonzept ist noch einmal ein ganz eigenes Kapitel wert. Nachdem sich Simone Tomalla, 57, und Silvio Heinewetter, 38, nach 12 Jahren Beziehung getrennt haben, hat die Schauspielerin ihr Glück mit Nicolino Hermano gefunden. Im August vergangenen Jahres machten sie ihre Liebe in den sozialen Medien offiziell. Seitdem tritt das Paar in der Öffentlichkeit äußerst verliebt auf. Im Gespräch mit Bunte macht die 57-Jährige nun deutlich,
wie sehr sie ihren Partner schätzt. Denn die Trennung von Heine Wetter sei nicht einfach gewesen. Auf einmal stellt man sich dem Leben allein. Das macht erst einmal Angst, sagt sie. Nun könne sie jedoch allen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, sagen, ja, es ist hart, aber es geht weiter und irgendwann wieder bergauf. Mit DJ Nicolino Hermano könnte es kaum besser laufen. Wie die Tatortdarstellerin betont. Es ist wie eine warme Decke. Wir reden stundenlang. Ich habe noch nie so viel gelacht wie im letzten halben Jahr, schwärmt sie. Wie schön. Den Jahreswechsel verbrachte Profifußballer Mats Hummels, 34, trotz eingereichter Scheidung mit Ex-Frau Kathi Hummels, 34, und Söhnchen Ludwig, 4, in Dubai. Wie die Autorin in ihrer Instagram-Story verriet, hatte ihr Söhnchen einen speziellen Frisurenwunsch, er wollte einen Blitz an der Seite einrasiert bekommen. Dafür entschied sich Papa Mats kurzerhand auch und präsentiert sich stolz mit seinem Kind im Partnerlook. Michael Schumacher feiert seinen 54. Geburtstag. Auch wenn der ehemalige Formel-1-Star seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 zurückgezogen in Texas lebt, so teilen seine Kinder ihre Glückwünsche zu seinem Ehrentag dennoch mit der Öffentlichkeit. Happy Birthday an den besten Papa aller Zeiten. Liebe dich, schreibt Mick Schumacher, 23, auf Instagram zu zwei Fotos. Das erste zeigt ihn als Teenager an der Seite seines Vaters. Auf dem zweiten ist die Rennfahrerlegende in jungen Jahren zu sehen. Auch seine ältere Schwester Gina Schumacher, 25, sendet ihrem Vater, über dessen Gesundheitszustand bis heute nicht viel bekannt ist, liebevolle Grüße via Social Media. Happy Birthday Dad, gratuliert sie und teilt ein Throwback-Foto, das einen lustigen Moment zwischen ihr als Kind und ihrem Papa beim Kartrennen festhält. Seine Sprösslinge sind Michael Schumacher nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie teilen auch dieselben Leidenschaften. Das geht einmal mehr aus den rührenden Glückwünschen von Mick und Gina hervor. Erst im November letzten Jahres freute sich Jasmin Wagner, 42, über ihr erstes Baby. Ein Mädchen, dessen Namen sie bisher für sich behielt. Pünktlich zum Jahreswechsel die nächste frohe Botschaft, die Blümchensängerin hat sich verlobt. Das verrät sie mit einem Schnappschuss ihres Ringes auf Instagram. Unter dem goldenen Schmuckstück, auf dem in englischen Buchstaben Mutter steht, rankt jetzt ein Diamantring. Dazu schreibt Wagner, frohes neues YEAH, und fügt die Hashtags Ich habe Ja gesagt sowie stolze Mutter und zukünftige Ehefrau hinzu. Auch den Namen ihres Mannes, ein dänischer Modeunternehmer Mitte 30, der ihr vermutlich die Fragen aller Fragen stellte, hat Jasmin bisher nicht verraten. Die Beziehung bestätigte die Sängerin gegenüber Bunte im Dezember 2021. Sarah Connor, 42, ließ das Jahr mit einer Auszeit in den Bergen ausklingen. Gemeinsam mit Ehemann Florian Fischer, 48, und den beiden gemeinsamen Kindern Delphine, 11, und Jax, 6, sowie ihren zwei Kids aus erster Ehe, Tyler, 18, und Summer, 16, genießt sie einen actionreichen Skiurlaub im österreichischen Wintersportort Obertauern. Dabei entsteht auch eine echte Seltenheit, ein Foto der Sängerin mit all ihren Kindern. Guten Rutsch von Herzen, ihr lieben Seelen. Wir genießen unsere Auszeit im Schnee in Obertauern. Weil's beim Ski-Opening-Konzert so schön war, sind wir ganz spontan nochmal zurückgekommen. Endlich Family Time, schreibt sie zu einer Reihe von Aufnahmen aus dem Urlaub. Eine davon zeigt sie und ihre Lieben in voller Skimontur vor traumhaftem Bergpanorama. So ganz ohne Zwischenvorfälle ging der Jahreswechsel dann aber doch nicht über die Bühne. Wie Summer in ihrer Instagram-Story zeigte, erlitt ihre Mutter beim Skifahren eine fiese Verletzung. Mein Kreuzband ist gerissen, mein Meniskus und mein Innenband im Knie habe ich mir angerissen, erklärt die 42-Jährige auf Aufforderung ihrer Tochter. Nun ziert erst einmal eine Schiene das Bein der Entertainerin. Haben Sie die Pro-Minus verpasst?
Hier finden Sie die Promenus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen: Instagram.com, bunte.de